Hallo und auch herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Overwatch. Und halt, ja, ich hatte jetzt in den letzten Tagen halt, wie gesagt, Overwatch halt ein bisschen nicht aufgenommen. Ich habe halt, wie gesagt, ein bisschen Dragon Quest gemacht gehabt. Ja, was soll man dazu sagen? Zwei Folgen? Naja, jedenfalls, ich bin froh, dass ich jetzt erstmal mit dem Kapitel fertig bin. Aber es geht ja jetzt nicht darum, sondern Overwatch. Ich habe per dumm Zufall die weiße Katze bekommen, muss ich ehrlich sagen. Schön. Das sind also die Sprays. Naja. Jedenfalls, heute gehe ich in Rangliste rein und zwar Freiräumwahl. Dann bis gleich zur ersten Runde. So. Erste Runde, Hanamura. Ja, nicht gerade eben meine Lieblingsstrecke, aber ja gut. Mal gucken, wie es jedenfalls wird. Auf jeden Fall besser als alles andere. Ah, naja. Also ich weiß jetzt nicht halt, wie es wird. Entweder ich werde halt super leise sein oder ich werde durchquatschen bis zum Gehtnichtmehr. Das kommt drauf an, immer wie ich mich konzentriere. Also es ist halt irgendwie normal. Immer wenn ich halt Rangliste spiele, ich will mich da konzentrieren. Das ist genauso auch bei normalen irgendwie so. Ah, ich weiß, es ist halt oft das mal dämlich, aber das einzige Problem ist halt, ich versuche halt immer zu orten, halt wie gesagt, wo was ist. Es ist ja echt ungünstig gelaufen. Haben schöne Farben das hier. Ah, das kann lustig werden. Mist. Ich weiß, in was ich reinrenne. Nicht? Ja gut. Warte mal, wo? Da ist es. Ah, da kam noch ein McQueen dazu. Also gut, das könnte jetzt heftig werden. Mal gucken, wie wir es noch alles hinbekommen. Ich glaube, die meisten Probleme wird die Farbenversion machen. Also nach meiner Vermutung, ja. Bin leider auch nicht so gut, leider am Zielen. Das Problem ist halt, zwei Ults können halt zum tierische Probleme bereiten. Ey, was bist du denn für ein Dulli? Na gut. Okay, ich habe etwas gegen die Pharah, wenn sie mich nicht anvisiert. Wollen sie es jetzt aber wirklich mit der Farbe, was sie jetzt probieren? Ach du meine Güte. Also das könnte jedenfalls heftiger enden als alles andere. Und Senyata, was machst du da hinten? Und bin dort. Eigentlich wollte ich ihn bloß retten, aber ja, gut. Nee, die war kein Ult. Da hinten, ja, Mann. Ah, ich hab was gesehen. Okay, jetzt kommen sie alle. Die Diva ist aus dem Leck. Warte mal, hier schon mal für euch. Die Farm Mercy ist da hinten. Oh Mann. Also gut, was soll man jetzt sagen? Währenddessen ich mich hier noch zu Tode konzentriere, würde ich halt lieber auch etwas noch laden. Ja. Eine Sache. Oh, verdammter Mist.
Leute, da ich ne. Es tut mir leid, so viel Schaden mache ich nicht. Ich bin down. Ich war so oder so schon down. Nee. Okay, das könnte sich als kritisch jetzt mal vorstellen. Noch ist die Mission nicht vorbei. Okay. Ich dachte halt, jetzt kommt das Schreckliche. Hatte wohl Pech gehabt. Alles Gute kommt. Was will ich da versuchen? Ah, jetzt geht das schon wieder da hinten los. Gut, dass ihr die weg habt. Du weißt, ihr wollt die jetzt wirklich nicht wiederbeleben, oder? Danke. Kommt her und lasst euch stabilisieren. Ich brauche einen Sanitäter. Nee, hier ist ein Sanitäter. Mann, ey, ich hasse das immer heute mal wieder. Komm schon. Rein theoretisch, wenn die Mercy jetzt irgendwie. Hat schon irgendjemand anders im Visier. Kommt bloß her hier. Ich bin halt drauf gefasst. Alle herkommen und heilen. Hat der wirklich gewechselt? Ja, es sieht bei mir schlimm aus. Oh Mann. Ey. Ja, der hat die ganze Zeit seine Ult, der wartet bloß drauf. Mal gucken, wann er jetzt irgendwas hinbekommt. Jedenfalls kann man einfach wirklich echt sagen, also ich muss ehrlich sagen, es ist anstrengend hier zu konzentrieren. Ich habe irgendwas gehört. Ist tot. Na gut. Ja, eigentlich müsste man bloß auf die Ultra warten, bis die kommt. Ja, jetzt bin ich dadurch gestorben. Ich habe Angst um den nächsten Punkt. Will ich ehrlich zugeben. Hm? Okay, da ist mal doch ein Punkt. Ist down. Wenn nicht der nächste. Hat auch keine Lust. Rein gar keine Art Lust. Oh, schade. Das wäre auch jedenfalls die erste Runde. Also ich muss ehrlich sagen, es tut mir wirklich leid, aber wenn ich irgendetwas weiß, dann ist es zu 100%, dass Farben Mercy mindestens auf diesem Level richtig heftig ist. Aus dem einzigen Grund. Weil halt ja sich keiner irgendwie daraus kümmern will. Der eine will, dass ich. Na gut, dann machen wir Teiler. Wenn es klappt, dann ist ja gut. Was? Warte mal. Warte mal, wie war das jetzt? Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Ich hab schon die Steuerung vergessen. Denn, what? Ich setze hier die ganzen Fähigkeiten ein, bis zum absoluten Genie. Ja. Also ich weiß jetzt nicht, wie wir es angehen sollen, weil es... Das wird noch heftig werden. Also, ich weiß nicht, ob man mich da verstehen kann, aber halt, eine Farbenmercy zu sehen, ist einfach bloß so etwas wie absoluter Horror.
Wir haben was bekommen. Oh, scheiße. Ich muss die. Entschuldigung, Entschuldigung. Tut mir leid. Wenn mal hier. Junkman muss halt erstmal weg. Ich muss halt erstmal heilen. Ash, bitte, überleb. Danke. Ach, er spielt ein Soldier geboostet. Das war vorher der Beste. Wieso geht ihr da? Was macht ihr denn da? Warum zum Teufel wollt ihr denn da runtergehen? Ich hoffe, Sunyata schafft es irgendwie hier. Ich muss von oben ein bisschen wegmachen. Ja gut, okay. Das könnte jetzt eklig werden. Okay. What? Ich habe mich so sehr darauf zu konzentrieren und die haben alles gemacht. Ach du meine Güte. Ich hasse mich öfters mal selbst, weil ich habe bloß gepanikt alles mal wieder. Oh Mann. Das war wirklich eigentlich gut. Ach, das war jetzt sogar zum Schluss. Naja, dann bis gleich zur nächsten Runde auch. Ich weiß nicht, was jetzt mit meinem Team los ist, aber seit wann habe ich schon wieder so ein geordnetes Team? Naja. Mal gucken, ob ich irgendwas schaffe hier. Okay, hat gut geklappt. Ey! Oh mein Gott. Und da kam Reaper her. Naja, es wird zu 100% bald gewechselt. Was haben sie alles so? Ah, sind auch eigentlich gut aufgestellt. Mir ist jetzt eine Sache aufgefallen. Ich bin ja nicht mehr im Goldniveau. Das hier ist ja alles wirklich schon Platin mit drin. Das könnte mich ein bisschen mehr verzweifeln als alles andere, aber gut. Irgendwie müssen wir jetzt hier weiter durchkommen. Aber ich hätte eine Idee, was man machen könnte. Ist down. Das müsste sein. Was über uns? Ich habe eine Idee. Das wird zu 100% gesehen, aber. Okay, Affe ist down. Okay, gut. So, nächste Pfeile dahin. Darauf hoffen, dass wieder irgendjemand reinläuft. Es ist halt alles jetzt so anstrengend, weil ich habe gerade vergessen, ich bin falsch im Niveau drin. Das bedeutet, ich muss mich jetzt ordentlich anstrengen. Mein Ding ist doch nicht kaputt gegangen, oder doch? Ich bin noch auf dem Punkt. Ich bin immer noch.
Okay, das ist wirklich sehr gut. Weg damit. Muss nicht sein. Also rein theoretisch könnte man sagen, die kommen von überall her. Ich würde mal ein bisschen hin. Vielleicht fällt Dunkel mal darauf rein. Soldier? Fragezeichen? Wieso? Soldier. Warte mal. Warte mal. Okay, ist down. Sehr gut. Alter, was ist denn jetzt mit den Runden los? Na gut. Ich kann mich überhaupt auch gar nicht darauf, hier irgendetwas Glorreiches zu sagen. Das nennt man sehr ungünstig. Ungünstig. Und da wäre die nächste gewesen. Ja gut, okay. Ihr müsst halt ein bisschen vorstellen, ich bin halt die ganze Zeit halt bei Rollenwahl gewesen und da war ich die ganze Zeit auf Goldniveau. Ich bin halt, wie gesagt, überhaupt nicht mehr darauf gefasst, halt, wie gesagt, ein Platin mitzuspielen. Also, das ist echt confused. Ich versuche hier die ganze Zeit in Rollenwahl irgendetwas zu machen. Ich versuche hier die ganze Zeit halt, um über mein Leben Überleben zu kämpfen, weil ich irgendwie halt, wie gesagt, nicht so ganz verstehe, was hier passiert. Ach, also das ist für mich alles halt wirklich jetzt wieder. Also man könnte es zu 100% verstehen, wenn ich halt zum Beispiel etwas höher bin, also die ganze Zeit irgendwie passen. Dann könnte ich mich ein bisschen besser, aber das Problem ist halt, ich kämpfe hier wirklich für mein Überleben. Und was hat getroffen? Oh Mist. Ich muss hier irgendwie durchgehen. Ich bin halt gefühlt jetzt am Arsch. Da ist ein Roadhog. Hinter uns ist irgendetwas, was schießt. Das war unser Roadhog. Seit wann haben wir einen Roadhog? Und ich bin down. Okay, die haben mit. Toll. Wie zum Teufel hat der Lucio nicht bekommen? Also der gegnerische Taube macht jetzt übelst viel aus. Waren schon wieder fast down. Na gut, okay, dann planen wir. Wie landet das Ding? Ich habe keine Ahnung. Das Geschütz ist wieder da irgendwo. Hab keine Ahnung wo. Gehen wir mal dahin. Oh mein Gott. Ich habe jedenfalls jetzt meine Ult. Das könnte vielleicht helfen. Ich weiß aber nicht, inwiefern. Das einzige Problem ist halt, in diesem Ding drinnen zu sein, ist der reinste Horror.
Wir haben jetzt auch einen Torbjörn. Wusste ich nicht. Ist mir egal. Solange die Mercy jedenfalls down ist, ist alles okay. Ist keiner. Schon wieder von oben. Nicht schon wieder! Geschütz ist wieder da. Also. Adaptionsfunktion aktiviert. Roadhog. Roadhog? Jetzt dreh sie durch den Wolf. Ah, das Geschütz ist oben. Die haben wieder das, den Punkt. Irgendwie müssen wir jetzt da durchkommen. Aber wir am besten. Ein Healer. Nee, das ist kein... Ich muss jetzt halt wirklich überlegen, wie ich das am besten mache. Weil ich habe sonst keine weitere Ideen so richtig. Das ist das Ende. Und von hinten, von vorne weggeholt. Die Stunde hat also der McQueen, der hat ja auch vor keinen Halt gemacht mit allem. Also rein theoretisch, ich könnte jetzt auch die auf die sichere Tour gehen und sagen, worauf warten wir noch? Ich halt die Metra nehme. Mal gucken, wie es damit jedenfalls aus. Wenn sie Rotor kam, ist ja gut. Bei der. Die müssen halt. Okay, wir haben sogar jetzt eine Ender. Machen wir schon mal etwas. Einen schnellen Lauf. Bisschen Zeit ersparen ist hier. Ja gut, okay. Ich versuche irgendwie diesen Kasten hier. Kaum zu halten. Ja, ich hab recht. Ich werde meinen Pfad folgen. Ich weiß, wo das Geschütz steht. Das steht da hinten. Irgendwo da. Da. Ja gut, okay. Ich hatte wirklich sehr viel Pech gehabt. Ich habe mich zu sehr auf das Geschütz konzentriert. Der Tod ist nur eine Illusion. Ja, mein Gott, ey, hier. Ja.
irgendwie jetzt halt bis wir den Punkt holen. Es geht. Da wird jemand wiedergeholt. Ich muss hier überall alles hinsetzen, aber... Okay. Irgendwo ist hier die ganze Zeit ein Torbjörn. Hab bloß keine Ahnung wo. Ja gut, okay. Hinter uns war noch jemand. Danke. Okay, sie down. Aber das war's. Ah, jetzt haben sie es wirklich echt gut gemacht. Ich werde meinen Pfad folgen. Ich stehe unter Feuer. Teleporter online. Das wird unsere Effizienz steigern. Das war nur zu deinem Besten. Jetzt finden wir noch jemand. Das war ja sicherlich der McCree. Muss ich einsetzen jetzt aus Sicherheitsgründen. McCree war noch da. Ja, wie mache ich das jetzt am besten? Jetzt kann ich eigentlich mal so dreckig sein. Fackel mit. Und da waren Torbjörn. Die kommen mit Torbjörn an, ich kann damit dann auch mit Wasserlung ankommen. Puh, heftige Runde. Wie viel Zeit habe ich jetzt noch an die von der ganzen Aufnahme? Das waren schon 32, ja gut. Dann ist ja sehr gut. Zwei Runden gewonnen. Ja gut, okay, von zwei Seiten. Und da war ich down. Naja. Ich hoffe, euch haben jedenfalls ein bisschen die Runde gefallen. Für mich ist das, wie schon gesagt, eine sehr stressige Situation gewesen, weil ich war halt wirklich nicht mehr dran gewöhnt. Weil, ich kann es euch mal zeigen, wieso, weshalb, warum ich im Platin jetzt halt so weitestgehend mit reingebracht wurde. Das liegt halt wegen der letzten Season. Da war ich ja kurz vor Platin gewesen. Hab da die ganze Zeit nicht weitergespielt. Ich habe die ganze Zeit versucht gehabt, normale Rangliste, also hier Rollenwahl zu machen. Da bin ich auch schon wieder abgesoffen, wissen geht nicht mehr. Ich versuche irgendwie wieder hochzukommen, aber es ist immer schwer. Naja, ich hoffe, euch hat jedenfalls die Folge gefallen, obwohl ich halt wieder sehr leise war mit allem. Naja, dann ciao und schönen Tag euch noch und bis zu einer weiteren Folge von Overwatch oder vielleicht auch mal was anderem. Ich habe keine Ahnung. Ciao und schönen Tag euch jedenfalls.